So, willkommen zum Zellbringen zwischen den Jadefalken und dem Clan Rush. Ihr seht ja schon zwei Atlanten, die sich gegenseitig am Bekämpfen sind. Das sind zwei Krieger der Jadefalken. Einmal ist das der Atlas mit dem Piloten Sulphurus. New target acquired. Und einmal der Atlas mit dem Pilot DexM. Ihr seht, hier wird schon gekämpft um Leben und Tod. Oh, New jetzt target hat acquired. Dex eine Überhitzung gehabt. Sulphurus hat schon schweren Schaden in den Schultern, ist schon fast komplett entwaffnet. New target acquired. DexM ist schon wieder offline. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Aber New wie wir target sehen, acquired. Sulphurus ist ein humaner Pilot und hat ihn wirklich in seiner New Überhitzung target nicht acquired. angegriffen. Jetzt hat Sulphurus auch noch eine Schulter verloren und ja, ist vernichtet worden. Hoffen wir mal, dass er sich rechtzeitig rauskatapultieren konnte. Dann schauen wir mal, wie es Target weitergeht. acquired. Ah, jetzt sind mehrere Kontrahenten aufs Feld gegangen. Dex verlässt den Ring. New Jetzt target kämpft acquired. Spawnboy gegen Chaos Kenny. Chaos Kenny hat einen Centurion, während Spawnboy im Helden-Mech Ila Moromet sitzt. Und ihr seht, die schenken sich schon gar nichts. Okay, ich muss meine Aussprache korrigieren. Spawny Boy heißt der Kollege im Ila Moromets. Das sind wieder zwei Krieger der Jadefalken. Oh, und ich würde sagen, für den Kataphrakt sieht es nicht so gut aus. Aber er hat einen Glückstreffer gelandet und der Centurion liegt im Wasser. Ja, auch hier hoffen wir mal, dass der Schleudersitz rechtzeitig ausgelöst hat, denn sonst läuft die Kanzel gerade schönes Wasser rein, was für den Piloten eher ungünstig ist. Denn wenn der Mech noch ordentlich heiß ist, könnte das Wasser, was ins Cockpit läuft, nicht nur dafür sorgen, dass der Pilot jämmerlich ertrinkt, nein, er wird auch noch auf lebendigem Leibe dabei gekocht. So, und direkt geht's weiter. Jetzt mit einem Krieger von den Clan Rush Luctus, den es auch schon erwischt hat. Ich würde sagen, das war ein klarer Sieg für Timur Ling im Stalker. Nee, es ist eine Katapult. Tut mir leid für diesen Fehler. Jetzt kommt Logan Wolf vom Clan Rush direkt zur Rache angelaufen. Aber er hat den anderen Hunchback herausgefordert. Timur Ling zieht sich zurück. Jetzt geht es hier Hunchback gegen Hunchback. Target acquired. Für die Jadefalken im Feld ist Novox. Das sollte mal ein ausgeglichenes Match sein. Oh, da hat Logan Wolf aber einen schweren SRM-Treffer abgekriegt. Und noch einen. Ja, so ist gut. Rechte Schulter ist schon beschädigt. Linke Schulter ist beschädigt. Oh, jetzt ist Logan abgeschaltet, was natürlich sehr gefährlich ist. Hat auch direkt eine volle SRM-Salve abbekommen. Jetzt wird es spannend. Wer schießt wem zuerst die Schulter ab? Oh, die Salve ging daneben. Ja, alles ist noch offen. Wer wird den Glückstreffer landen? Oh, da hat Logan eine falsche Kurve gelaufen. Ach, jetzt geht das Zirkling. Oh, und da der erste Abschuss für Clan Rush. Der Jadefalkenpilot liegt im Dreck, hat sich fein säuberlich zu den anderen Mechs gelegt. Jetzt spielen wieder zwei Piloten, der Jadefalken, einmal Predator FHD und Corvus, der mir netterweise was ins Gesicht geschossen hat. Auch hier ist es wieder ein ausgeglichenes Match. Zwei Kataphrakt spielen gegeneinander. Corvus sitzt hier im Heldenmech des Ila Moromets, bewaffnet mit zwei Pulsern und zwei UAC-5ern, so wie es jetzt aussieht, die die ganze Zeit gejammt sind. Oh, da ist der andere Kataphrakt in den Hitze-Shutdown gegangen und die Ultras
schießen und knattern. Das tut natürlich ziemlich weh. So wie es scheint, scheinen beide Hitzeprobleme zu haben, denn es fliegen nur noch vereinzelte Salven. Auch hier umkreisen sich beide Kataphrakte weiter und weiter. Und, oh, da ist er wieder abgeschaltet. Jetzt gibt's in den Rücken wieder volles UAC-5-Feuer. Da sind aber beide Waffen schon gejammt, aber der andere Kataphrakt ist schon wieder abgeschaltet, wenn das nicht auch schon das Todesurteil war. Das kann nicht mehr zu lange dauern und da ist er explodiert. Sauber in den Rücken geschossen. Das war es. Der nächste Pilot, der es wissen will, ist Mokla, ein weiterer Pilot der Jadefalken. Mokla sitzt in einem Stalker, der natürlich sehr gefährlich jetzt ist. Man sehe sich die Bewaffnung an, lauter SRMs da drin. Das ist, ja, für den Nahkampf schon eine sehr fiese Sache. Als Herausforderer tritt Dex-M im Atlas an. Dex-M ist schon schwer beschädigt. New target acquired. Ihr seht es, die Schultern sind schon rot, der Kern ist schon rot und hier könnten zwei, drei... Oh ja, da ist die erste Salve voll eingeschlagen. Das ist natürlich sehr schmerzhaft, weil der Atlas auch einfach ein Großteil ist. Ja, da ist die AC-20 explodiert, die Munition ist explodiert. Ihr seht, der Waffenschaden ist komplett durchgegangen. Und das war es auch schon für Dex-M. Dazu muss man sagen, gegen so einen Nahkampfstalker zu kämpfen, ist in so einem Kreis natürlich sehr gefährlich. Als nächstes auf dem Feld Spawny Boy, ein Pilot der Jadefalken. So, gegen wen wird er kämpfen? Auch wieder gegen Mokler. Es bleibt nur zu hoffen, dass... Da habt ihr gesehen, Spawny Boy ist verspätet explodiert, hat wahrscheinlich einen direkten Treffer in eine Munitionskanisterbox-Einheit bekommen und die Munition ist nachträglich explodiert. Ja, da würde ich mal von ausgehen, dass der Pilot das nicht überlebt hat. Mechs, in denen die Munition hochgeht, sind in der Regel richtig zerfetzt anschließend. Jetzt geht's direkt weiter. Mokla will's jetzt richtig wissen gegen den Katapult. Timur Ling. Auch hier bleibt zu hoffen, dass sich irgendjemand auf die bereits geschwächte linke Schulter konzentriert. Oh, jetzt könnte es für Mokla böse ausgehen. Denn er hat chronischen Hitzestau. Hat auch schon eine Waffenphalanx komplett verloren. Die andere Schulter ist auch schon schwer angeschlagen. Hier könnte Mokla jetzt ernste Schwierigkeiten bekommen. Schauen wir mal, Timur Ling ist schadensmäßig noch klar im Vorteil. Mit zwei AC-20ern, das macht natürlich großen Schaden. Und da war es das für Mokla ganz klar. Da ist nur noch ein Large-Laser drauf, der Kern ist offengelegt. Hier ist klar, wer gewinnt, da hatte er keine Chance mehr. Target acquired. So, wer wird sich jetzt als nächstes ins Feld schmeißen? Oh, da passiert schon irgendwas. Bravo, ein Raven Deadeye 595 hat das Feuer eröffnet, bevor er in den Kreis reingegangen ist. Oh, jetzt geht hier gerade die Post ab. Anscheinend haben sich die Piloten über dem Gefechtsfunk echt gemeine Sachen an den Kopf geschmissen. Denn ihr seht, jetzt schießen hier gerade alle auf alle. Somit ist es ein Unentschieden doch im Brawl gewesen. Aber ihr seht, es kann auch zivilisiert zugehen. Ja.